Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute bin ich ein bisschen spät dran. Und trotzdem nehmen wir uns die Zeit und streicheln erstmal eben den Hund. Wenn er denn will. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. So, da sieht man auch mein neues Hütchen. Das ist in den Kommentaren schon bemerkt worden. Genau, das ist das Arthur Morgenhütchen. Und dann gucken wir mal, was liegt heute an. Gewürztes, erstklassiges Rindfleisch gekocht, saftiges Fischfilet, Igelkrapfwurz gesammelt. Oh, wo ist... Aha. Ochsenfrösche sammeln. Und hier diese ganze Eventgeschichte sparen wir uns. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Zwei Slumoi abgegeben hier. Aha, vom Pferd aus mit dem Lasso. Und Kopfgeld der abgeschlossen, ohne Gegner oder Zielperson zu töten. Lagereintöpfe zubereitet, kleine Tierkadaver und insgesamt 20 Spenden. Fossilien finden, Sammlerstücke von Nichtspielercharakteren plündern, verlorenen Schmuck finden. Oh, 2 Minuten tanzen, dann hier was servieren und oh, gleich zweimal was verkaufen. Legendäre Tiere mit Pheromon, Tarntonika und Zähigkeitstonika. Ja, dann gucken wir doch mal. Da haben wir Glück. Da machen wir erst einen fertig. Und schon läuft die Nummer. Dann gucken wir hier mal eben, wie viel können wir überhaupt spenden. Oh, jede Menge können wir hier spenden. Supplies are good. I'm a happy man. 10 kleine war das, ne? 10 kleine. Nicht irgendwo hier. Da sind sie. Okay, this will have to do. Yeah, anything's better than nothing. I suppose this will do. Kann sich nur um Stunden handeln. I'll take whatever I can get. Guess beggars can't be choosers. So, dann hauen wir hier noch ein paar Schwungfedern raus. Dann haben wir hier noch Löfflerfedern. Habe ich noch irgendeinen Mist hier? Seht ihr auch Entenfedern, können wir auch noch raushauen. Meine Güte. Hahnfeder. Ach komm hier. Die hauen wir auch noch raus. Dann haben wir das schon mal fertig. So, haben wir sie jetzt. Irgendwie will das nicht. Wir gucken nochmal eben nach. Händler. Haben wir gerade erledigt. Dann düsen wir mal eben in die kalte Ecke. Da können wir dann das Zähigkeitstonikum nehmen. Setzen wir das Hütchen mal ab. Nee, absetzen hier. Und auch Maske runter. Schon friert er. Was hat denn jetzt wieder hier? Da ist es. Da, Antonio, machen wir uns auch noch rein. Checken wir erstmal, ob hier heute was rumliegt. Aha. Irgendwas ist hier. Hier ist es. Also dachte ich, dass es hier wäre. Irgendwo. War doch was. Was ist das hier? Aha. Gefühlt? Ist hier da noch irgendwas? Aber wo?
Was ist das? Ah, hier. Gut, sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Dann würde ich sagen, düsen wir mal eben zur Schwarzbrennerei. Ah ne, wir düsen erst eben nach Hause. Bestellen die Vorräte, dann kann er nämlich weitermachen. Und vor allem können wir jetzt hier den guten Eintopf auch mal essen. Da ist der legendäre Bär. Ich würde mal sagen, den holen wir uns. No messing around, huh? Oh, was war das denn hier? Legendäre Dämonen mit, genau, Pheromonen gefunden. Aber mal gucken, ob wir das Ding kriegen hier. Zeug, da ist es. Ja, super. Funktioniert, aber wird nie angezeigt. Das ist ja super. Ist der Kerl, da ist er. Da ist er. Das gibt doch wieder nur Theater hier. Jetzt will mein Pferd nicht mehr. Da ist er. Jetzt hoffe ich mal, dass wir den hier so ein bisschen rauslocken können. An- und rauslocken klappt ja nicht immer so gut, ne? Will er nicht hier, oder? Oder liegt das hier daran, dass hier das Lager ist? Aber das hat mit den Pheromonen nicht geklappt. Nee, hat's nicht. Aber jetzt haben wir reichlich zu spenden. Zwar schlecht, aber es ist besser als nichts. Direkt hier Stress. Das kann ja keiner gebrauchen, oder? Supplies are good. I'm a happy man. Oh, das war falsch. Das wollte ich abgeben.
Oh, da haben wir dann auch eine Kopfgeldjagd, aber ganz ehrlich, wir gucken erstmal. Also was ist hier los mit dem Pferd? Aber, sag mal, der geht nicht. Als ob der Controller spinnt hier. So, jetzt geht er wieder links rum. Merkwürdig. Ja gut, jetzt wird da nichts mehr liegen. Nee, auch hier oben ist nichts mehr. Gut, dann ist alles weg. Dann schauen wir mal. Was war die Sammlernummer? Fossilien gefunden, okay. Habe ich denn noch eine Karte offen? Ich glaube nämlich nicht. Gar nichts. Ja, dann. Machen wir nochmal eine Fossilienkarte auf, oder? Wenn ich welche habe. Da ist es. Ja, das ist jetzt nicht schön, aber selten. Ne? Da, da. Und da. Oh, das ist ein Brett. Ja gut, dann ist das so, dann machen wir das jetzt. Also, den da fangen wir uns trotzdem. Mit dem Lasso. Wir müssen ja eh quasi in die Richtung. Ich hoffe. Er ist nicht zu schnell. Da ist er. Dann fangen wir uns den mit dem Lasso. Dann haben wir das wenigstens erledigt. Und liefern die Person aber erst gar nicht ab. So, vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Da ist es. So, plündern wir aber nur. Nehmen wir jetzt nicht mit. Wir kümmern uns um das Fossil. So Mensch, ich kann das schöne Hütchen wieder aufsetzen, ne? Was ist das überhaupt? Nee, nee, das ist das nicht. Das ist das nicht. Wo ist das schicke Hütchen? Wie heißt das denn? Ich glaube so. Ja, das ist es. Oh, jetzt seht ihr oben, die Zeit läuft ab. Aber dann ist das so. Uns hier nicht heute um alles kümmern. Ich denke, die Person wird sich auch befreien. Und dann erledigt sich das Kopfgeld quasi von allein. Wo ist denn das? Wie weit bin ich denn davon weg hier? Oh, deutlich. Ach so, solange wie die Zeit läuft, sehe ich das hier, wird mir das ja nicht eingeblendet. Ja, 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 gut. Das ist aber egal. Jetzt will das Pferd gar nicht mehr gehen. Aber irgendwo hier oben war das doch. Da denn sonst hin?
finde ich das hier auf der Karte etwas merkwürdig. Weil jetzt geht's hier abwärts. Wie komme ich denn da hoch? Ja, super. Da komme ich nicht hoch. Das ist ja echt manchmal merkwürdig hier, oder? Aha. Sowas liebe ich ja. Soll denn das hier sein? Das habe ich doch, glaube ich, schon mal gesucht, oder? Ja, das klappt hier alles richtig gut. Oh, ist das nervig hier. Ach, da in der Ecke ist das, ne? Hier. Ich zeige euch das ganz genau. Boah, genau da. Geht gar nicht. So, dann holen wir uns das hier. Na gut. Da unten sollte wohl schneller gehen. Ja, das ist auch nicht so mein Tag hier. So. Das arme Pferd mal füttern. Ich nipp noch mal am Kaffee. Na, wollen wir mal. Oh, super. Jetzt noch ein paar Wölfe. Perfekt. Ja, da halten wir uns aber jetzt echt nicht mit auf. Oder doch, hängt davon ab, was das Pferd jetzt hier macht. Und noch ein Bär. Ja, super, jetzt läuft's. So, vielleicht haben die jetzt Spaß hier, die Jungs. Na, die hauen auch ab. Mann, 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 Mann. Was für Aufgaben heute, oder? So, dann haben wir das wenigstens schon mal gefunden. Und dann müssen wir hier hin. Oh, das war auch richtig nervig, oder? Ich muss sagen, geht ja nur so rum. Jetzt wenigstens einen Satz zusammen. Das entschädigt ein bisschen. Hier vorne ist eine Schwarzbrennernummer. Auch die ignoriere ich. Obwohl. Ich sollte ja eigentlich Leute plündern, ne?
Ich steig mal ab, das ist vielleicht besser. Sag mal, schießt ja auf mein Pferd. Wo ist der Ampelmann hier oben? Wo ist er? Ach, der rennt weg. Sag mal. Heute bin ich nicht so gut drauf hier. Wo habe ich denn? Da ist es doch. Das hatte ich hier schon mal. Erledige alle Gegner. Und es ist wie es. Ich habe keinen mehr gefunden. Ja. Keine Ahnung, wo der sich versteckt. Jetzt wird erstmal hier lustig geplündert. Vielleicht finden wir ja was. Wenn ihr wisst, wo der eine Gegner ist, den man hier nie findet, ich weiß es nicht. Das habe ich schon mal gehabt. Habe ich hier keine Ahnung, wie lange ich hier gesucht habe. Nichts gefunden. Sich irgendwo versteckt oder ob es ein Fehler ist, ich habe keine Ahnung. So. So richtig was dabei haben die aber auch nicht. Oh, Schatzkarte. Ja gut, das geht natürlich, ne? Da wollen wir nicht meckern. Aber wo hier noch ein Gegner ist, ich habe keine Ahnung. Wir springen mal hier den Laden. Also ich sehe hier nichts mehr auf der Map. Auch noch und dann geht's halt weiter hier. Aha. Oh. Diese Wildblume, ja, habe ich selten, weil die wächst, glaube ich, irgendwo ganz unten in New Austin oder so. Keine Ahnung. Da bin ich ja selten. Also hier steht nach wie vor, erledige alle Gegner. Ich habe keine Ahnung, wo der sich versteckt. Ich suche den jetzt auch nicht, denn uns läuft ja die Zeit davon hier. Ah, hier schön in die kalte Gegend, oder? Manchmal gibt es hier auch komische Geräusche, oder? Was ist das da? Ah. Was ist das? Da, könnt ihr das sehen? Dahin. Da komme ich doch nicht hoch, oder? Irgendwas leuchtet doch da. Ob ich von hier oben da dran komme? Ist ja nur vorgeflogen, oder was? Was wollte ich, also ich hatte ja dieses komische Quietschen gehört.
So, Geheimnis gelüftet, ne? Weiter geht's. So, da oben steht's. Wir haben die Aufgabe abgebrochen. Aber wie gesagt, ich finde da eh nie einen. Uns jetzt das letzte Fossil und jut ist. Aha. Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Also die Fossilien und so sammle ich nicht so gerne. Da kann ich mir nämlich meist nicht merken, wo es ist. Was soll denn das hier sein? So. Also genau hier. Hä? Das habe ich doch gesammelt, oder? Habe ich das nicht ausgebuddelt? Was habe ich denn davon ausgebuddelt? Ich habe doch da eins ausgebuddelt. Da. Sammler. So, 3 von 3. Gar nicht mehr. Ja, dann reiten wir mal zurück und gucken mal. Ich bin verwirrt heute. Ist ja nicht so weit, ne? Wir geben alles. Mein Gott, sind halt Ferien, ne? Ich jetzt hier 2 ganz lange Folgen mache. Ist auch nicht schlimm, aber das ist ja nicht normal, Leute. Leute, 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 das ist ja nicht normal. So, hier Knarre raus. Merkwürdig, oder? Aber wenn ich das so sehe, freue ich mich schon auf den Winter. Was haben wir hier? Minus 13. Okay. Das ist knackig. Aber trockene Kälte ist ja bekanntlich besser auszuhalten, als wenn es so nasskalt ist. So, hier nochmal. Hier kann nichts mehr sein. So. Also. Hier vibriert auch nichts mehr, ne? Ein Fehler in der Matrix. Es wird angezeigt, aber hier ist nichts mehr. Dann, Sammler, gucken wir jetzt nach verlorenen Schmuck. Nächste Karte auf. So. Und da seht ihr es, ne? Angeblich ist die Karte noch offen. Wir benutzen die andere, damit hat sich's erledigt. Okay, das ist doch bestimmt hier. Ist das eine Höhle oder so? Ah, nee, da ist diese Hütte. Ja, dann.
Oder das hier. Oh. Ah, hier ist. Was eine merkwürdige Folge heute, oder? Oh nee, 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 nee. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Heute kein Bock auf Wölfe hier. Lassen wir jetzt auch liegen. Heute ziehen wir durch hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wölfe satt heute. Und die machen ernst, dachte ich erst, sie kommen hinterher. So. Die Karte nehmen wir auch noch mit. Und dann liegt das, glaube ich, hier unten. Ja. Da ist es. Irgendwo hier. So. Dann hier runter. So, jetzt die Markierung auch weg. So, wo bleibt Herr Schulze? Sagen, so weit war das noch gar nicht weg. Oh, 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 oh. Dann sind wir mutig oder ich nicht glaube, dann sterbe ich, ne? Wenn ich jetzt direkt runterspringe, ja, das wird nichts. Oh, das ist doch schon knapp. Aber wir können uns ja auch mal ein bisschen bewegen hier. Hier tickt es schon. Denn hier unten irgendwie eine Höhle oder so? Ja, 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 ja. Perfekt, da ist es. Dann machen wir uns schon die nächste Markierung. Apropos nächste Markierung. Da ist bestimmt ein Schatzsucher. Eine Schatzsucherin. Da werden wir uns auch mal bedienen, würde ich sagen, oder? Kostet ja nichts. Ah, die ist da oben. Oh, die schießt schon. Ich hab noch gar nichts gemacht. Oder ist das noch die, die, kennt ihr uns schon? Oh.
Das gibt eine Auszeichnung. Da ist sie. Töte Gegner vom Pferd aus. Können wir auch zurücksetzen. Gibt 0,4 Goldbarren. Und hier. Zack. Gibt's eine Schatzkarte. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir eine Schnellreise machen können nach Strawberry und dann haben wir die Sammlernummer nämlich auch schon fertig. Schon ist gut, ne? Wo ist es denn hier? Oder bin ich da zu nah dran? Ja klar. Da bin ich zu nah dran. Ja dann. Auf zur Schwarzbrennerei. Dann fahren wir nämlich erst eine Runde was weg. So, wir müssen noch 5 Sachen erledigen. Naturkundler. Ja, das wird ja was mit dem Tantonika. Ne? Tonikum. So. 2 Minuten tanzen können wir auch noch machen. Mal eben was verschnacken können wir sowieso machen. Hier machen wir das mal eben folgendermaßen. Hier ist aber nichts. Aber wir hören die Tarotkarte schon. Scheiße. Wo ist es? Da ist es nicht Pheromon, sondern Tantonikum reinziehen. Fertig. Ganz zum Schluss, ich guck mal kurz. Oh, schon fast 40 Minuten. Ganz zum Schluss können wir ja noch eine Runde tanzen. Aber jetzt wird erstmal Geld verdient, hoffe ich. Nee. Kein bevorzugter Käufer da. Ja, dann. Ich werde es nicht verschenken. Wisst ihr was? Dann werden es heute vielleicht nicht die neuen Herausforderungen, dann ist das so. Aber ich werde hier nicht meinen Schwarzgebrannten verschenken. So, Strawberry, auf geht's. So, wir könnten erstmal gucken, wo ist die Madame heute eigentlich? Aha, hier ist sie. Für alle, die es wissen wollen. So, hier irgendwo muss doch. Schaue ich mal das Pferd hier mal ein bisschen durch, da ist es doch schon. Was hat denn hier? Merkwürdig, oder? Auch erledigt. Also,
Was brauchen wir jetzt noch? Drei Sachen noch. Ja, wir könnten natürlich diese Nummer hier machen, ne? Zwei und dann versuchen die direkt zu erwischen. Da müssten wir aber nach Rhodes. Und hier können wir leider kein Lager aufschlagen. Wisst ja, wie gerne ich Kopfgeldjagden mache, ne? Hört ihr das? Das klingt fast wie dieser komische Kojote da, ne? Auch nur fast. So, auf nach Rhodes. Und wie immer kann sich's nur um Stunden handeln. Glaube, ich habe schon wieder eine Mücke hier in meinem Aufnahmestudio, hätte ich beinahe gesagt. Aber die kriegen naja auch noch. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal das an. Dich zum verlassenen Gebäude. Ah, schlecht angeritten, ne? Wieder hier so eine Nummer, wo ich warten soll. Das hasse ich ja auch. Nein, hassen. Also nicht falsch verstehen, ne? Das mache ich nicht so gerne. So. So, finde ein Versteck bis die Zielperson. Tralala. Ach, hier. Ja, okay. Ja, dann warten wir doch einfach mal hier hinterm Baum, oder? Das ist doch bestimmt Versteck genug. Hoffe ich. Dass das Versteck genug ist. Meine Güte. Wie lange muss man denn da warten? Finde die Zielperson. So einer von den Hampelmännern hier sein, oder? Die muss ich mitnehmen hier. Darf ich jetzt noch nicht loslassen, ne? Die ist entkommen, oder was? Ich hänge hier fest. Was ist sie denn? Mann! Kann ich hier so rumreißen? Nee, dann nehme ich nicht. So, jetzt aber. Ach so! Dieselbe Person zweimal geht auch. Ist ja witzig. Person ist gestorben. Oh. Ja, das ist ärgerlich. Na gut. Ich wollte sie eigentlich lebendig abliefern, aber dann machen wir das mal eben anders.
ziehen die mal eben hier ein Stückchen raus. Absteigen, plündern, aufladen, weg hier. Ja gut, das wollte ich nicht, aber... Hier hat nichts dabei. So, jetzt aber schnell hier. Na, 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 na. Zack, ey. Meine Güte. Der ist friedlich geblieben hier, ne? So. So, aber quasi durch Zufall schon mal die Sache mit dem Lasso erledigt. So, schnell abliefern. I trust your conscience is clear. Ja genau, ich mache mir auch keine Vorwürfe. Man liest das unten, das war tatsächlich ein Unfall. Ja. So, da ist es. Eine Person schon abgeliefert. Wir gucken mal eben in den Kopfgeldjäger. Einen müssen wir noch. Das hat ja zufällig gerade geklappt. Das wäre noch besser gewesen. Dann wären wir nämlich auch durch. Also... Dann nehmen wir noch einfach den nächsten Steckbrief an. Den machen wir nicht. Wir nehmen den. Gib dich zum Lager. Okay. Ach, da müsste ich doch jetzt mal langsam, müsste doch das Zähigkeitstonikum zu Ende sein, oder? Ziehen wir uns doch mal warm an hier. Zeit läuft doch noch nicht. So, nehmen natürlich trotzdem das andere Hütchen. Jenes hier. So. Dann noch läuft die Zeit ja nicht. Ich weiß gar nicht, jetzt sehe ich gerade Tonikum. Ich denke, irgendwie eine halbe Stunde war das oder so. Da sind wir ja drüber. Das müsste ja dann auch gleich mal aufhören zu wirken. Meine Güte, wo ist denn das Lager? Jemand war hier. Ach so, nur das Zeug hier, okay. Das Wetter sieht ja nicht so vielversprechend aus, oder? So, wo ist der Knaller? Da ist er. Kann ihn schon sehen. Kann ich den nicht da rausziehen? Gut, so überlebt er auch nicht, ne? Und ich komme mein Pferd jetzt mal. Ich will doch keinen töten hier. Komm, aufladen, Abmarsch. Und ich denke auf nach Rhodes, ne? Nach Valentine. Ja, dann.
Gehen wir mal alles. Jetzt dürfen wir nur keinen erschießen. Dann haben wir es nämlich auch erledigt. Damn it to hell! My lord! Da kommen sie nach. Jetzt müssen wir wirklich Vollgas geben hier. Denn wir wollen ja keinen umlegen, ne? Dank des guten, schnellen Pferdes könnte es ja auch gelingen. Oh, hell. Schon sind wir da. Jetzt müssen wir ihn nur noch eben plündern. Das ist ja nicht, wie wir gerade feststellen. Ne? So. Abladen. Plündern. Sogar noch ein Fläschchen gefunden. Sehr gut. Oh, no. Und dann geben wir den Kerl mal ab. Get him alive, just so we can string him high. Law's a funny old thing, ain't it? Whatever it said on the poster, it's all right there for you. So. Ja, hat ja schon mal gelohnt, ne? Why the masking? Aber Moment mal. Kopfgeldjagd abgeschlossen, ohne einen Gegner oder eine Zielperson zu töten. Ich habe da keinen umgelegt. Jetzt fehlt mir noch eine Aufgabe. So, wo kann ich denn nachgucken? Wie lange das Tonikum noch wirkt. Was ist das denn? Ist das unter Spieler? So, durchschnittlich normal Verfassung, Gesundheit, Ausdauer. Wo ist das? Durchschnittlich. Ah, Tarntonikum. Das andere muss ich doch erledigt haben hier. Ja, dann. Bleibt mal locker, alle. Dann muss ich doch jetzt nur in eine warme Ecke. Denn viel Zeit haben wir nicht mehr, ne? 54 Minuten. Ja, bleibt doch mal alle entspannt, Jungs. So, auf nach hier. Denn sonst wird's knapp. So 26 Grad und schön warm angezogen, das müsste doch eigentlich gelingen, oder? Und dann finden wir hier vielleicht auch ein paar Frösche, oder? Jetzt wird es mir nämlich eingeblendet. 55 Minuten sind voll.
Jetzt wird Zeit, dass er schwitzt. Oh, falsche Munition. Ah, ist eh nur eine Nordkröte. Ich brauche diese Ochsen. Aha, jetzt ist ihm warm genug. Aber jetzt geht's nicht, ne? Ah, was ab hier? So, das ist so ein Ochsenfrosch hier. Wo ist der hin? Da. So, schön wäre, wenn wir jetzt noch eine hätten. Gibt's doch nicht. Aber jetzt beenden wir erstmal hier die Serie. Da ist es. Sehe ich ganz Tonika. Zwei Stück genommen. Damit sind die neuen Rollenherausforderungen erledigt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Ochsenfrosch hier. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Sonst sind die Viecher doch an jeder Ecke, oder? Oh. Aber hier ist ein Pflänzchen. So, das nehmen wir noch mit. Und dann war es das hier wohl. Das gibt's doch nicht. Kein Ochsenfrosch zu sehen. Dann ist das so. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Die Folge ist auch lang genug. Wir haben es soeben geschafft. Ohne zu tanzen. Ja, oder was es war. Das kann man ja zur Not immer noch machen. Ja. Aber das finde ich mit am langweiligsten überhaupt. So. Jetzt spenden wir noch den Alligator, dann machen wir Schluss. Und dann schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Den geben wir ab. Und dann haben wir jetzt nach knapp 58 Minuten. Ja, die Folge auch fertig. Das war's. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.